Besitzer dieses Endspiel von Deutschland übernahmen. Die Deutschen konnten nämlich keine Fernsehübertragung wegen ihrer berühmten Werbefeindlichkeit garantieren. Als die Schweizer übernahmen, hofften sie auf ein Endspiel zwischen Real, Benfica oder Roter Stern. Sie sind etwas enttäuscht, führen aber das Endspiel trotzdem sehr exakt und gewissenhaft von der Organisation her durch. Nummer 4. Ferencváros ist krasser Außenseiter. Drei Stammspieler sind noch im letzten Augenblick ausgefallen. Colotto. Troschkin. Relativ unbekannte Namen bei den Ungarn, zumindest für uns Österreicher, die wir ja eher mit den Spielern von Újpest und der Nationalmannschaft vertraut sind. Das Publikum steht eindeutig im Lager der Ungarn. Hilft dem immer zum Außenseiter. Ja, drei Stammspieler der Ungarn verletzt. Das ist Tormann Kezi, der heuer sein letztes aktives Jahr bestreitet. Er ist ein Routinier, 31 Jahre alt. Bei den Ungarn fehlt Telemann, der Stürmer, der beim Juniorenteam hier spielt in der Schweiz. Das heißt, findet ja das internationale Juniorenturnier hier statt. Also Telemann fehlt. Dann der gefährliche Stürmer Brankovic, der verletzt ist. Und der internationale Bustei, der hier erkrankte. Und selbstverständlich geht natürlich auch Mann, der ab der Semifinale ausgeschlossen wurde und gesperrt ist. Buka. Colotto, der Kapitän. Dynamo Kiew blieb ungeschlagen an der Spitze der sowjetischen Meisterschaft, allerdings in der 4 Runden gespielt. Matosch, der rechte Verteidiger von Ferencváros. Und der erste Eckball für die Ungarn, das heißt der erste Eckball überhaupt. Tormann Rudakov war übrigens immer schon dabei, wenn es gegen Österreich ging, mit Kiew oder mit der Nationalmannschaft. 33 Jahre alt, eigentlich der älteste Spieler auf dem Platz. Roschkin. Torchance in der 4. Minute.
sehr viel Fälschung war dieser Eckball getreten. Vier Spieler sind in wenigen Ausnahmen und eine dieser Ausnahmen ist Muntian, den wir hier im Bild haben, groß gemacht, sehr stark im Kopfball. Geschossen hatte Proschkin. Muka. Enormer Fälschung immer. Und zwar mit Fälschung zum Tormann hin. Von rechts immer Muntian. Hier rechts geschlafen, er hätte diese ideale Zuspiel in den leeren Raum doch früher übersehen müssen, jedenfalls dort beim Eckball für Ferencváros. 10 Minuten sind gespielt, 0:0 in Basler Santiago Stadion.
Paul Amusian. Magyar, der linke Außen, Medjezi. Der Favorit Dynamo Kiew spielt mit wesentlich mehr Selbstvertrauen. Reschko, Troschkin, Kuriak, Blochin, der gefährlichste Schütze. So, jetzt haben wir, glaube ich, die Arschzeit für die Aufstellung. Kiew, 1, Rudako, die Abwehr, 6, Troschkin, 4, Fomenko, 5, Reschko, 3, Matvienko, Mittelfeld, 7, Muntian, 9, Koloto, 2, Onkot und vorne 8, Onichenko, 10, Buryak und 11, Blochin. Aber ich glaube, die Namen sagen uns allzu wenig. Wir werden sie dann im Laufe des Spiels der besten Spitzenleute besser kennenlernen. So, und die Ungarn 1, Kiki, 2, Martos, 3, Dr. Bakati, 6, Raab, 4, Medjezi, das ist die Abwehr. Im Mittelfeld 5, Juhas, 8, Milaji, 10, Uka und vorne 7, Sabo, 9, Mate und 10, Magyar. Wieder einer dieser gefährlichen Eckbälle. Buryak Nummer 10. Das war etwas rau, diese Attacke von Fomenko. Ferencváros gegen Kiew, auf dem Papier sicher keine sehr attraktive Paarung, aber beide Mannschaften haben auf dem Weg ins Finale Mannschaften von Europaklasse, wenn nicht sogar von Weltklasse, ausgeschaltet. Eintracht Frankfurt, Eindhoven, Liverpool, Roter Stern Belgrad.
Lochin. Und ich schenke so. Also fast eine logische Folge dieser körperlich und spielerischen Überlegenheit von Dynamo Kiew. Ich hoffe, wir sehen dieses Tor jetzt gleich in der Zeit- und Wiederholung. Ja. Lochin völlig ungedeckt. Und Ischenko. So, hier ist die Fortsetzung der Wiederholung. Und mit dem linken Schussbein ins lange Eck an Getzi vorbei. 17. Minute also, oder 18. Minute, 1:0 für den logischen Favoriten Dynamo Kiew. Noch nie hat eine sowjetische Mannschaft einen europäischen Kampfbewerb gewonnen. Vielleicht erinnern Sie sich vor 3 Jahren an das Skandalfinale in diesem Bewerb in Barcelona zwischen Dynamo Moskau und den Glasgow Rangers. Skandal insofern, als die schottischen Zuschauer nach dem Spiel randaliert hatten. Die Rangers wurden damals aus dem Europacup-Bewerb ausgeschlossen. Behielten natürlich den Pokal, wurden aber für ein Jahr ausgeschlossen. Damals war zum ersten Mal eine sowjetische Mannschaft nahe daran, einen Cup zu gewinnen. Jerenzaus war ja vor 10 Jahren schon einmal Sieger des damaligen Messestädte-Cups, heute heißt es UEFA-Cup. Besonders auffällt erstens einmal die hervorragenden Schüsse der Ukrainer und zweitens, wie sie glänzend das große Feld ausnützen mit vielen Quer- und Wechselpasses. Das Spiel der Ungarn wirkt dagegen, möchte ich sagen, fast altmodisch. Wenn Sie jetzt ein dunkles Geräusch hören, das ist die Eisenbahn, die direkt über der einen Tribüne fährt. Man sieht es leider nicht im Bild, vielleicht schwenkt die Kamera später mal hin. Mucha, der ballstärkste Mann im Mittelfeld der Ungarn. Reschko ist die Nummer 5. Der lange Tormann Rudako weist die Abwehr ein. Lochin gewesen, der gefährlichste Torschütze der Nationalmannschaft aus Kiew. Naja, das ist ja dasselbe.
hin. Vom Kopf. Onischenko. Also in Kiew widerlegen wirklich das ganze Gerede über die Dampfwalzen-Taktik des sowjetischen Fußballs. Sie spielt durchaus einfallsreich, technisch stark. Bartosz. Madiar hat übrigens gegen Österreich in der Nationalmannschaft gespielt beim 0-2 in Wien. Ja, und jetzt 5 sowjetische Spieler gegen 4 Verteidiger der Ungarn. Buriak. Völlig verdient 1-0 durch das Tor von Onischenko aus der 18. Minute. Deutlich, dass diese Aktionen der Kiefer mit den weiten Raumgreifern, die fast nicht einstudiert sind. Einer der ganz jungen Garde. Sabo ist 19 Jahre, der jüngste Spieler aus Brüssel. Hier eine Notlösung. An seiner Stelle spielt dann Kelemen. Gewinnen die Ukrainer gut 7 von 10 Zweikämpfen. Blockieren. Ja, jetzt haben wir alle einen Freistoß nach links. Führerin Baros erwartet Davidson. Da war aber faul. Das Ungarn.
Adyar. Prostin. Spielt Dynamo fast ein bisschen überheblich. Man sollte aber die Stärke von Ferenc Baros nicht unbedingt an diesem Endspiel messen. Es ist viel, wenn vier erstklassige Spieler fehlen, neben wie Balin, der die Abwehr sonst so hervorragend organisiert, oder Kelemen oder Branikovic. Immerhin war Ferencváros als einzige Mannschaft der gesamten europäischen Cup-Bewerbe ohne Niederlage ins Endspiel gekommen. So, eine halbe Stunde ist jetzt. 1:0 für Dynamo Kiew. Das ist ein typischer Fall, wo der sowjetische Spieler schneller am Ball war, um die berühmte Alterl schneller. Eine außergewöhnliche Uhr übrigens für einen Fußballplatz. Elektronische Laufschrift. Wir können also genau sehen, wie lang der Schiedsrichter wirklich spielen lässt, auf die Sekunde genau. Adyar. Man hat eigentlich fest den Eindruck, dass hier heute echt gefordert wird. Vorstellen oder leider vorstellen sogar, dass Kiew sich heute keine Haxen außen reißen wird, wenn diese Mannschaft führt. Denn am Sonntag trifft Dynamo Kiew, wie gesagt, als sowjetische Nationalmannschaft zu einem wichtigen Europameisterschaftsspiel an und zu einem wirklich wichtigen, denn nur mit einem Sieg über Irland haben die Russen noch Chancen, ihre Europameisterschaftsgruppe zu gewinnen. Wie man von einer sowjetischen Mannschaft überhaupt nicht gewöhnt ist.
Während die Ungarn ihre Angriffe langsam aufbauen, sind bereits 7-8 Feldspieler von Dynamo in die eigene Hälfte zurückgekommen. Luka. Ja, ich glaube, ein Abschluss der Ungarn würde dieses Spiel echt gut tun. Heute für Berlin weggesperrt.
Fahrdienst einspringen. Das ist natürlich nicht die ideale Voraussetzung für ein Europacup-Finale. Magyar. Wenigstens einige Einzelaktionen versucht, der Rechtsaußen mit der Nummer 7. Das ist teilweise jetzt schon ein Leerspiel von Ischenko. Tor, 2:0 in der 39. Minute. Tormann Esti hat sich eindeutig überraschen lassen. Ich glaube, wir werden das auch sehen. Und ich denke, dribbelt es zur Mitte. Ja, ja, eindeutig. Esti reagiert zu spät. Lattenfendler 2:0. Wahrscheinlich ist dieses Europacup-Finale entschieden. Das ist natürlich ein bitteres Ende für die Karriere des Tormannes Esti, der heuer seine letzte Saison bestreitet. 31 Jahre alt, er war schon Tormann der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1966 in England. Esti war heute Nachmittag, wie uns ungarische Kollegen erzählt haben, überaus nervös. Noch 5 Minuten, 2:0 für Dynamo Kiew gegen Ferencváros Budapest. Eine völlig verdiente Führung der Ukrainer. Es ist nur bedauerlich für ein Spiel, das Millionen in ganz Europa sehen, dass die eine Mannschaft ihren Gegner nicht fordern kann. Ich hätte gerne diese bestimmt starke sowjetische Mannschaft gegen einen ernstzunehmenden Gegner gesehen. Immer mit diesem weißen Passes reißt Dynamo die Abwehr der Ungarn aus. Von dem alten Vorurteil gegen den sowjetischen Fußball her ist man gar nicht gewöhnt, eine Mannschaft aus dem Osten technisch so perfekt sein kann. Eine Mannschaft gesehen, die so sicher aus größerer Distanz schießt. Musterbeispiel Tor Nummer 2 durch Onischenko, der übrigens beide Treffer geschossen hat, den ersten in der 18. Minute, den zweiten gerade in der 39. Die
Dynamo Kiew genießt natürlich alle Vorteile, die ein starker Verband, ein autoritärer Verband einer Mannschaft bieten kann. Zwei starke Spieler wurden über Weisung des Verbandes zu Dynamo versetzt, damit diese Mannschaft wirklich die stärkste in der Sowjetunion ist. Ob das für den Verlauf der Meisterschaft gut ist, eine andere Frage. Aber wenn die Nationalmannschaft praktisch wöchentlich an der Meisterschaft teilnimmt, ist das ein enormer Vorteil gegenüber allen anderen Auswahlen. Das war Mate und zum ersten Mal, nämlich in der 44. Minute, musste Rudakov zeigen, dass er ein großer Tormann ist. Hier haben wir die Wiederholung. Im Interesse dieses Europacup-Finales müssten wir hoffen, dass den Ungarn jetzt vor der Pause noch ein Tor gelingt, der Anschlusstreffer, damit ein bisschen spannender wird. Der Linienrichter hatte ein Foul angezeigt, daher Freistoß für Kiew. Letzte Spielminute der ersten Hälfte. Läuferisch sind ja die Ukrainer auch wesentlich stärker, oft schneller mit dem Ball als der Gegenspieler ohne Ball. Und diese viele Bewegung ist ja das Geheimnis dieses erfolgreichen Spiels. Halbzeit, Dynamo Kiew führt im 15. Endspiel des Europacups der Kampfsieger in Basel gegen Ferencváros 2:0. Noch einmal die Torschützen, Onischenko in der 18. Minute und dann wieder Onischenko in der 39. Minute. Wir melden uns dann wieder bei Beginn der zweiten Hälfte. Wir danken der Palazzo Knabe-Musik und deren Dirigent für das Platzkonzert. Und so schnell der Meinung, Ferenc Palmi, Paul Josef und Horgitoy Lujusz zu den Affenspielen bitte zum Spielerriger Kurzgewerbe erwartet. Ja. Ferenc Palmi, Paul Josef und Horgitoy Lujusz. Ja, los, ich fang an. Okay, ja. Zweite Hälfte, also 2:0 für Dynamo Kiew. Kiew spielt jetzt von rechts nach links. Es gab in der Pause, soweit ich sehe, keine Umstellungen. Wer die erste Hälfte vielleicht nicht gesehen hat, eine ganz überlegene Führung des sowjetischen Pokalsiegers. Phasenweise hatte man den Eindruck eines Trainingsspiels. Bucha. Juhas, der gute alte Juhas, den wir aus x Länderspielen zwischen Österreich und Ungarn kennen, also Foul an István Juhász. Eine Entfernung, aus der die Kiewer schon einige Male ganz gefährlich geschossen haben in der ersten Hälfte. Ob die Ungarn direkt schießen, offensichtlich soll ein Freistoß direkt daraus werden, nein. Und
Eckball. Ja, Rudakov hat den Ball nicht mehr vor der Linie erwischt. Sehr schlampig dieser Cornerball. Ich würde sehr interessieren, was Kiew-Trainer Lobanowski in der Pause zu seiner Mannschaft gesagt hat, ob er seinen Spielern geraten hat, das Tempo ein bisschen zu drosseln, weil ja am Sonntag dieses schwere Europameisterschaftsspiel bevorsteht und als ja Lobanowski auch dafür verantwortlich. Aber ich glaube, die Millionen Fernsehzuschauer und auch die Eurovision, die eine Menge gezahlt hat, die hätten alle das Recht, von Kiew 90 Minuten Volldampf zu sehen. An den vielen platzierten, scharfen Weitschüssen Kiews kann man schon ablesen, dass Schusstraining offenbar ein wesentlicher Schwerpunkt der Übungen ist. Buryak und Körner für Dynamo Kiew. In der ersten Hälfte haben die Kiewer ihre Eckbälle mit sehr viel Feldschuh zum Tor geschossen. Kaum ein Steilkampf, der von Dynamo verloren wird. Matvienko gegen Martos. Das ist der Junge, Sambo, 19 Jahre alt. Kein Stammspieler. Und darf ich noch einmal wiederholen für alle, die sich vielleicht erst jetzt eingeschaltet haben. Ferenc Varos spielt mit dem letzten Aufgebot. Und ich glaube auch, aus dieser Perspektive muss man die enttäuschende Leistung der Ungarn sehen. Juha. Das hätte jetzt gefährlich werden können, denn Blochin wäre allein gewesen. Martos. So, das ist eine Gelegenheit. Aber Ferenc Varos ist heute eben in jeder Beziehung unterlegen, im Tempo und auch in der Kaltblütigkeit vor dem Tor. Buryak.
Kapitän Colotto. Ein sehr offensiver Mittelfeldspieler. Ja, und wieder ganz typisch für die Spielweise hier. Durchaus ernstzunehmende Weitschüsse aus jeder Distanz. Das zum Beispiel war die Nummer 2 gewesen, nämlich der Mittelfeldspieler Konkov. Martos. Und Ischenko, der zweifache Torschütze. Sehr viel Bewegung im Spiel hier. Wen soll Sabo anspielen? Die Spitzen sind alle gedeckt. Ich muss es wiederholen, wirklich schade, dass ein Europacup-Finale so einseitig verläuft. Konkov. Colotto, links völlig ungedeckt, Muntian. Und sicher riskiert wieder mal einen Schuss hier auf wir hier in Basel in einer Situation, die für das Spiel nicht gerade lustig ist. Die eine Mannschaft führt klar, hat am Sonntag ein schweres Spiel, strengt sich nicht mehr sonderlich an. Tormann Rudakov hat nur ein einziges Mal eingreifen müssen, das war knapp vor der Pause gewesen. Also ich kann es den Zuschauern nicht verdenken, wenn sie jetzt pfeifen. Ich finde, als Europacup-Finalist hat man auch eine gewisse moralische Verpflichtung, mit Volldampf zu spielen. Mathe. Das ist alles so durchsichtig. Kopfball ist hier die sowjetische Abwehr kaum zu schlagen. Lauter Riegel über 1,80 Meter. Und dahinter noch der 1,90 Meter lange Rudako. Colotto. Muntian. Das schaut gefährlich aus.
Naja, für diese Aktion gibt es vielleicht einen Schönheitspreis. Buriak. Die Ungarn aus dieser Gelegenheit machen. Ja, sie bremsen sich leider selbst. Tabo. Ein Ausfall, das ist ein eher mageres Ergebnis. Nehmen wir den Haken zurück. Interessanterweise ist die ältere Mannschaft, die körperlich stärkere, es gibt mit Ausnahme von Blokhin und Buriak, fast durchwegs nur Spieler an die 30 in der Mannschaft von Dynamo Kiew. Trotzdem sind sie körperlich den wesentlich jüngeren Gegnern klar überlegen. Wahrscheinlich zudem eine Sache des Trainings. Herrlich! Keinen Farosch. Das Glanzstück des kommenden Europacup-Gegners, ja, hier wäre ein Austausch bei den Ungarn bald. Das Glanzstück ist zweifellos das Mittelfeld. Und wenn man so starke Spieler in dieser Formation hat, kann man sich ohne weiteres erlauben, nur mit zwei Spitzen anzugreifen und trotzdem offensiv zu spielen. Am Spielfeldrand wartet der ungarische Reservist Ohnhaus. Vorher aber vermutlich noch der Austausch. Es geht Nilaschi mit der Nummer 8 verletzt. Und für ihn kommt mit der Nummer 13 Ohnhaus aufs Feld. Wechsel von inzwischen ist die Mauer eingerichtet, Freistoß für Ferenc Város, Distanz 25 Meter. Eine Stunde ist inzwischen gespielt, Dynamo Kiew führt 2:0 durch die beiden Tore Onichenkos aus der ersten Hälfte. Großer Aufwand ohne Ergebnis.
2-0 werden. Für den Kies einen Zahn Pulling, vermutlich wäre schon das eine oder andere weitere Tor gefallen. Manchmal, leider viel zu selten, sieht man noch einige Energieanfälle der Kiewer, so wie in der Aktion in der letzten Minute. Ich fürchte fast, diese Mannschaft versäumt es, eine große Propaganda für den Fußball zu machen. Weil dieses Wassern und Zeitschienen nach knapp einer Stunde ist eher sinnlos. Fast ein Eigentor von Reschko. Siebenter Eckball für Ferenc Varos. Übrigens haben die Ungarn schon bessere Fußballtage erlebt. Sie haben während der Weltmeisterschaft 1954 Deutschland 8-3 geschlagen. Das war das Vorgruppenspiel vor dem Finale. Floppin. Ja, jetzt hat Kiew den Gegner eindeutig deklassiert mit diesen Szenen. Ihr hört ja, wie dankbar die Zuschauer sind, wenn sie wieder ein paar gute Szenen bekommen. Floppin, Muntian. Man müsste wirklich hoffen, dass es gegen Ende der Saison oder im kommenden Jahr zu dem Prestigekampf zwischen den beiden Europacup-Siegern kommt, zwischen Bayern oder Wies und dem Sieger von heute, der ja ziemlich sicher Kiew sein wird. Man möchte gerne die Kiewer mal sehen gegen einen wirklich erstklassigen Gegner. Ich glaube, das könnte ein großartiges Match werden. Hier die Wiederholung. Also durch Floppin. Das Tor war jetzt schon fällig nach den herrlichen Angriffsaktionen in den letzten 10 Minuten. Und
knapp eine halbe Stunde vor Schluss bahnt sich das höchste Resultat in einem Endspiel des Cups, der Cupsieger an. Bisher hatte es immer nur Finalresultate mit einer maximalen Tordifferenz von 2 gegeben, zum Beispiel im Vorjahr Magdeburg gegen Milan 2:0. 3 Tore Differenz, das war noch nie da im Cup der Cupsieger. Und wieder ganz allein Blochin. Davon. Also über solche Szenen kann man sich als Freund des Fußballs nur freuen, dass man sowas wenigstens einmal im Fernsehen sieht. Da vergisst man fast, dass Kiew auch schon etliche künstlerische Pausen eingeschaltet hat. Und das Wort künstlerisch stimmt in diesem Fall. Das ist großartiger, klasse Fußball, den wir phasenweise zu sehen bekommen. Einmal berühren, beweglich, das ist das, was man gern mit einem Schlagwort als moderner Fußball bezeichnet. Es ist ja ein Wunder, dass Ferenc Várost nicht resigniert. Mitbei am Preisradio und Fernsehen sind 13.000 Zuschauer anwesend. Sie haben es wahrscheinlich gehört, 30.000 Zuschauer offiziell jetzt im Basler St. Jakobstadion. Blochin. Diese Leichtfüßigkeit ist begeisternd. Troschkin. Foul von Raab an Colosso. Bloch im Wind zurückkommen, muss aber warten, bis der Schiedsrichter den Erlaubnis gibt. Ja, jetzt macht Buriak aufmerksam. Nein, Davidson glaubt, dass ein Wechselspieler kommt, sieht, dass es Bloch ihn ist. Buriak. Yeah.
Matvienko. Die sowjetische Fußballmeisterschaft, der erst vier Runden läuft, ist Dynamo Kiew Kondition stark. Aber die Mannschaft hatte ja im Süden der Sowjetunion Gelegenheit, sich auf Europacup und Europameisterschaft der Nationalmannschaft vorzubereiten. Immerhin ist es erstaunlich, dass ein Fußballland, ein derart großes Land wie die Sowjetunion, zu einer Zwangsmaßnahme greifen muss, indem sie eine Vereinsmannschaft zur Nationalmannschaft deklariert. Nur deshalb, da ja das Reservoir größer sein müsste an guten Spielern. Sabo. Noch eine Viertelstunde, Dynamo Kiew führt 3:0 durch zwei Tore. Onichenkos, das dritte, hat Block hingeschossen. Was sind eben diese Atempausen, auf die wir lieber verzichten würden? Matvienko. Buryak. Links aus steht frei. Diesen Passball hat man schon im Ansatz durchschauen können. Christian, der großartige Mittelfeldregisseur. Obwohl dieses Match doch recht einseitig ist, glaube ich doch, dass Dynamo Kiew zu dem ganz engen Kreis der wirklichen Klassemannschaften in Europa einzuordnen ist. Matvienko. Die Übersicht nach den jeder Phase.
der Europacup-Saison 72-73. Das war kein Innsbruck mit 3-0 und 3-0 aus dem Reserve. Da also war man vielleicht noch ein bisschen enttäuscht, aber jetzt sieht man an der Leistung dieser Mannschaft, dass es sich doch die österreichische Mannschaft, die wir ja mit den ungarischen ungefähr gleichsetzen muss, leider um einen übermächtigen Gegner gehandelt hat. Mucha. Ja, der ungarische Fußball schaut gerade im direkten Vergleich derart altmodisch aus. Juha. Von den beiden Alten, die jetzt da duelliert haben, war Droschkin der wesentlich konditionsstärkere. Ich könnte mir vorstellen, dass die ungarische Mannschaft sich jetzt so fühlt wie damals im Jahr 54 die österreichische Nationalmannschaft, die hier in Basel gegen Deutschland im Semifinale der Weltmeisterschaft 1-6 verlor, aber reden wir lieber nicht mehr drüber. Ja, was soll er machen? Niemand da, um ihn anzuspielen. Aber um anzudeuten, dass diese Leistung von Ferenc Varos nicht die wahre Standardleistung sein kann,
Toronto. Ja. Ja. Okay. Okay. Fünf Minuten noch und jetzt fehlt natürlich dem Match jede Spannung. Ja, in Freiburg hat natürlich nicht mehr die geringste Chance, das Steuer herumzureißen. Wir sehen eigentlich nur mehr eine Fußballdemonstration hier. Fast bewundernswert, in welcher Fairness Ferenc Varos sich abschlachten lässt und dieses spielerische Debakel hinnimmt, für dieses Jahr zweifellos. Das Resultat könnte auch schon 5:0, 6:0 für Kiew lauten. Aber ich glaube fast, dass Ferenc Varos da seine Portion gesunde Härte fehlt. Noch genau 5 Minuten, während Varos von einem Ehrentor meilenweit entfernt. Bartos. Während Varos-Trainer Dalnok, die selbst ein vielfacher internationaler, hat nur einmal ausgetauscht und das nicht ganz freiwillig, weil Milaschi verletzt war. Das heißt also auf Deutsch, dass er gar keine besseren Ersatzspieler auf der Bank sitzen hat. Eine kleine Schlussoffensive von Kiew könnte diesem Spiel im Finish noch etwas Glanz geben. Colotto. Und Ischenko hat sich gar nicht mehr besonders eingesetzt in dieser Situation. Hohe Bälle war schon immer die Schwäche von Gizzi. Ein Teil der Zuschauer, der 30.000 Zuschauer, verlässt schon das St. Jakob-Stadion hier in Aarhus. Unglaubliche Spurtkraft hat Matjenko noch in den letzten Minuten Spiele. Sabo auf Zeit. Istvan Juhas spielt jetzt in der zweiten Hälfte oft an der Spitze, allerdings genauso erfolglos wie die anderen Spieler vor ihm. Ein Kabinettstück von Olli Schenko. Ja, das war ein kleines Foul, er wurde gehalten.
den Davidson Vorteil spielen lassen. Obwohl man das im Strafraum nicht immer tun sollte. Aber eine Fehlentscheidung oder eine Zweifelentscheidung beeinflusst ja dieses Spiel nicht mehr. Hohenhaus reserviert. Eben beginnt die letzte Minute dieses 15. Finale im Fußball-Europacup der Kampfsieger. 3:0 für Dinamo Kiew, die Tore von Onichenko. 18. Minute, 39. und Lochi auf 67. Minute. Nicht scheinen in der Statistik auf die zahllosen vergebenen Gelegenheiten. Durchweg von Dynamo Kiew. Rudakov wurde nur ein einziges Mal geprüft, und war knapp vor der Pause und noch 6 Sekunden, 5 Sekunden, wenn es nach der elektronischen Uhr ginge. Schlusspfiff. Dynamo Kiew schlägt im Europacup der Cupsieger Ferencváros Budapest 3:0 Halbzeit. 2:0, das ist der höchste Sieg, den es je in einem Endspiel des Pokalsieges gegeben hat. Und wahrscheinlich hat doch nie eine Mannschaft mit halber Kraft ein Europacup-Endspiel gewonnen. Das war zweifellos hier der Fall. Es gab keine Phase in diesem Match, wo Dynamo Kiew über sich hinauswachsen musste. Der Präsident der Europäischen Fußballunion, Dr. Franchi aus Italien, überreicht jetzt dem Kapitän der siegreichen Mannschaft, Molotow, den Europacup. Erstmal hat eine sowjetische Mannschaft einen europäischen Pokal überhaupt gewonnen. Nummer 11 ist der Torschütze Blokhin. Hier im Ja, das ist der Pokal, der Europapokal. Hier vorhin haben wir noch gesehen, Trainer Lobanowski. Die Verleihung geht bei Weitem nicht so feierlich vor sich wie etwa im Pokal. Der Meister auf einem kleinen Tischchen, über ein kleines Tischchen wurde ein weißes Tischtuch gebreitet. Der Tisch steht direkt auf der Mittellinie. Dr. Franchi überreicht jetzt dem Kapitän der glücklichen Mannschaft, die dieses Spiel bestimmt hat, den Europapokal. Brillante Szenen der Kiewer Spieler oder der Kiewer Mannschaft haben uns dafür entschädigt, dass Ferencváros kein ernstzunehmender Gegner war. Es muss bitter genug für diese ungarische Mannschaft gewesen sein, zu wissen, dass Millionen dieses einseitige Spiel erlebt haben. Kapitän Kolosov und Dr. Franchi, Präsident der UEFA. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus dem Jakobstadion von Baden.